Die Kritik, dass die Bundeswehr nicht richtig ausgestattet ist, muss ich als ehemaliger Stabsoffizier sagen, jawohl, und zwar immer. Wir haben keine Reserven mehr. Die internationale Beteiligung, die die Politik vorgibt, muss abgedeckt sein mit Mensch, Mittel und Methoden. Und da sind wir wieder bei der vollständigen Ausstattung und der Befähigung, diesen Mandatsauftrag überhaupt erfüllen zu können. Aber Menschen in einen Einsatz oder in einen weiteren internationalen Verpflichtungseinsatz zu schicken, wo man eigentlich weiß, ja, wenn nichts passiert, geht's gut. Aber wenn was passiert, haben wir ein Problem, weil die nicht die richtige Ausrüstung mit haben. Wir haben ewig lange Beschaffungsvorgänge. Ich vermute, dass da, aber das ist wirklich nur eine Vermutung, dass da viel Geld versickert. Ich will da keinem was Böses tun, aber das frisst viel, ne? Und Stäbe und, na gut, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Mein Herz schlägt für die Truppe und ich sage, da ist nicht genug. Mal fehlt das Klebeband, mal fehlen die Batterien. Wir sind für Drohnen, weil sie Menschenleben retten, und zwar die eigenen. Also, Kampfkraft spart Blut an den eigenen Menschen. Und wir sind natürlich für unsere eigenen Menschen verantwortlich.